Algorand hat bisher den gleichen Kursrückgang gemacht wie im letzten Bärenmarkt. Sehr interessant. Registriere dich jetzt bei Bitwarvo und profitiere von den Vorteilen. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Gucken wir uns das mal an. Algo. Ja, es kommt darauf an, von wo du es jetzt gemessen hast, ne? Ich denke mal, du meinst jetzt vom Top, wo er gelauncht worden ist, bis zu diesem Tiefpunkt, ist exakt die gleiche Korrektur jetzt auch passiert. Ich denke mal, du meinst genau das, ne? Messen wir das mal. Wir sind hier vom Launch aus bis zu dem Tiefpunkt. Na, das überlappt sich mit diesem Blau so ein bisschen. So ungefähr da. Haben wir minus 96% gemacht. 96,6. Was haben wir hier gemacht? Beim Tiefpunkt minus 96,4. Tatsächlich. Tatsächlich. Wobei hier beim Launch, dass der so einen hohen Preis hat, das ist immer so eine Sache, wenn Exchanges das manchmal davor listen, das Volumen klein noch ist, Nachfrage anfängt zu steigen, dass es dann so durch die Decke geht oder so hoch gestartet wird oder beim Presale ein höherer Preis entstanden ist und all sowas, dadurch ein hoher Demand. Das ist immer so eine, wie soll ich sagen, finde ich immer, hat nicht so eine hohe Aussagekraft. Das, was von hier aus passiert ist, das hat für mich eine höhere Aussagekraft, weil wir hier durch Spekulation wirklich in den Exchanges, wo das Volumen auch ein bisschen höher war, einen reellen Preis erreicht haben mit dem All-Time High. Wo war der hier bei ungefähr dort, ne? Wir waren da ungefähr bei 2,43 $. Ja, überlegt euch doch mal, wenn wir allein das machen würden, ne? Wenn wir allein das machen würden, dann wären wir schon gut unterwegs. Dann hätte man hier eine 10, 20, oh, ungefähr, wie viel war das? 23, 24x gemacht, allein wenn man das All-Time High erreicht, das ist doch schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ich verstehe manchmal einige Leute nicht, die dann kommentieren, wo ich gesagt habe, hey, dass wir viel zu überheblich sind und dass eine 2x oder eine Verdopplung einfach ausreicht doch. Und dann schreiben einige, ja, aber du widersprichst dich. Mal sagst du erwartest mindestens eine 10x und jetzt sagst du sowas. Ich erwarte doch immer noch eine 10x Minimum. Das eine schließt aber das andere nicht aus, dass wir nicht zu überheblich werden dürfen und dass wir uns eigentlich schon bei einer Verdopplung freuen können. Warum habe ich das gesagt? Weil einige einfach immer davon ausgehen, diese 100x, diese 200x oder was weiß ich machen zu müssen. Und oh, jetzt kaufe ich beim tiefsten Punkt ein. Und dann warten sie auf Centbeträge bei XRP oder XLM oder was weiß ich wo. Und das ist darauf bezogen gewesen. Dass man letztendlich, wenn man langfristig investiert, diese paar Centchen nicht dem Butterfett machen werden halt. Ne? Und dass wir, wenn wir allein unser Investment verdoppeln, dass wir da schon glücklich sein können. Das ändert doch nichts daran, dass ich erwarte, dass wir mindestens eine 10x machen in einem Bullrun. Wisst ihr, ich manchmal hören die Menschen nicht richtig zu. Aber gut, das wird man wahrscheinlich immer haben. Kann man nicht ändern. Ja. Aber ja, tatsächlich hast du das gut beobachtet. Wenn man vom Launch aus bis zu der Korrektur geht und vom Bull Run Top bis zur Korrektur darunter, dann hat Algorand wirklich exakt oder fast exakt die gleiche Korrektur gemacht.